So, willkommen, Freunde. Kapitel 4 Flackern. Bin ich schon mal gespannt, was damit gemeint ist. Pike, es ist alles auf dem USB-Stick. All die Beweise, die du brauchst, um Typhon für Gabes Tod und noch vieles mehr dran zu kriegen. Bring mit. Wir treffen uns in einer Stunde. Danke. Wir sehen uns. Ich hoffe, dass Pike nicht auch Bürger irgendwie von gespielt Haven wurde. Springs, wir berichten live vom Frühlingsfest. Eine letzte Erinnerung. Holt euch beim Blumenwagen eine Rose, bevor sie alle weg sind. Beim allerersten Frühlingsfest in Haven vergaben heiratsfähige Frauen aus guter Familie und in gebärfähigem Alter Rosen, um einen Partner anzulocken. Was soll ich sagen? Geschichte ist echt schräg. Zum Glück ist die Sache mit dem Heiraten weggefallen, aber die Rosen gibt's noch. Und falls es jemand Besonderen für euch gibt, drückt eure Zuneigung nichts besser aus als eine Rose. Und ganz nebenbei sind sie auch noch ziemlich schick. Klingt witzig. Rosen vergeben. Mache ich sowas? Na klar. Vielleicht. Ich entscheide mich unten. Würde ich auch sagen. Erstmal schnappe ich mir den USB-Stick. Okay, ja, wo haben wir den denn hingelegt? Achso, den hatten wir hier, ne? Genau. Chinesisches Gericht ansehen. Ich denke, ich bleibe ab jetzt bei Minesweeper. Wo habe ich den hingelegt? Oh, mach keinen Mist. Ich dachte eigentlich, dass der auf dem Tisch lag. Hier haben wir noch einen Brief. Ah, hier ist USB-Stick. Von dir hängt eine Menge ab, du kleines, lebloses Objekt. Ich frage mich halt nur, warum sie den da hingelegt hat. Zeit, nach unten zu gehen. Naja, okay. So, diesmal fallen wir nicht drauf rein und gehen links rum, sondern gehen wirklich rechts rum raus. In einer großen, großen Party an. War echt schön gemacht. Auch hier wieder True Colors, ne? Test, die Farben, Test. Die Lampen oben. Eins, zwei. Eins, zwei. Nicht dein Ernst. Du hast einen Rock an? Da pfeift sogar das Mikrofon. Fröhliches erstes Frühlingsfest. Danke. Leute, ich muss mich bei euch entschuldigen. Was in der Wohnung passiert ist, hat mich echt fertig gemacht. Gabes Stimme wieder zu hören. Ich war nicht bereit dafür. Ich dachte, ich wäre es, aber... Es ist immer das Gleiche. Ich verliere die Kontrolle und verletze die Menschen, die mir etwas bedeuten. Es tut mir leid. Ach, scheiß drauf. Wenn sich jemand entschuldigen muss, dann ich. Seit wir uns kennen, bist du für mich da. Dann brauchst du mal Hilfe und ich verkack's. Nicht cool. Tut mir echt leid. Es tut uns beiden leid. Ist dann alles wieder ausgeglichen? Ich denke schon. Alles wieder gut. Ich spiele ungern den Spielverderber, aber Typhon sprengt seine eigene Mine? Warum? Weiß ich noch nicht. Aber wir haben alle Beweise, die wir brauchen, um sie für Gabes Tod dran zu kriegen. Ich habe Pike erreicht. Er wird bald hier sein. Wenn er sieht, was auf dem Stick ist, heißt es Game Over für Typhon. Ein guter Grund zu feiern. Ich denke, wir haben uns heute Abend ein wenig Spaß verdient. Die Band legt gleich los. Geh am besten ganz nach vorn.
Nice. Wer spielt? Eine Band aus dem Ort, das sie lieben. Ich muss kurz zurück zum Wohnwagen. Also versuch dich ganz normal zu verhalten. Ich kann nichts versprechen. Meld dich, wenn's bereit ist. Wenn ich eine Rose vergeben würde, wären Steph und Ryan ganz oben auf meiner Liste. Das ist doch schön. Egal. Jetzt will ich erstmal das Festival genießen. 232? 233? Hi. Oh, hey. Schön, dich zu sehen. Du nimmst diese Jellybeans aber echt ziemlich ernst. Ja, denn der Preis ist ein 100-Dollar-Geschenkgutschein. Meine Mutter wurde befördert, deshalb will ich sie richtig schick ausführen. Klingt echt peinlich, wenn man es laut sagt. Überhaupt nicht. Es ist süß. Vielleicht kann ich helfen. Oh, echt? Bist du gut darin? Was glaubst du, wie viele Jellybeans es sind? Es sind immer mehr, als man denkt. Ich sag mal, um die 800? Würde ich auch sagen. Ja, könnte sein. Die Lady, die beim Glas sitzt, hat sich irgendwie verändert. Vielleicht sollte ich sie lesen. »800 ist nicht schlecht. Hoffentlich geht es nicht weiter runter.« »Oh, ich lag gar nicht so falsch. Vielleicht sollte ich etwas sagen.« »Ich hab dich im Auge, Jellybeans Lady.« »Das ist doch unmöglich, oder?« »Rate die Anzahl der Jellybohnen und gewinne einen Preis.« »Nicht denn mit ihr reden? Nee.« Ihm kann ich nur... Hey, ich hätte da noch einen Tipp. Ja? Ich denke, es sind so ungefähr 700. Ja, 700 klingt gut. Aber wir müssen es ganz genau treffen. Ich habe gespürt, wie ihr Herz einen Aussetzer machte. Ich sollte sie nochmal lesen. Wow, das war nah dran an 731. Wer ist dieses Mädchen? Oh ja. Ich weiß Bescheid. Die richtige Antwort ist 731. Frag mich nicht wie. 731 Jellybeans. Das stimmt. Yes! Danke für deine Hilfe. Du bist krass. Kein Ding. Ja, so schnell hat er jetzt seine 100 Dollar gewonnen. Mit Jet auch nochmal sprechen? Das ist letztes Jahr passiert, ja. Ich erinnere mich. Es ist schön, Jet so in seinem Element zu sehen. Es war ein harter Monat. Aber das hier macht alles wieder wett. Jet liebt diese Stadt so sehr. Es ist inspirierend. Das war so gegen 10 oder 11 Uhr abends. Und ich sage dir, er war schon... Also, wo steigt die Aftershow-Party? Hi, Eleanor. Guten Abend, Liebes. Die Dekoration ist echt wunderbar. Das muss ein Haufen Arbeit gewesen sein. Das war's wert. Trinken wir später? Also... Kippen wir ein paar Shots oder was? Natürlich. Tequila. Und wer fängt an? Ich mach nur Spaß. Oder doch nicht? Hauptsache, ich verliere meinen Stick nicht. Ich werde mal lieber gehen. Gucken, vielleicht finden wir ja Pike hier auch auf der Party. Dir auch. Tut mir leid. Noch viel Spaß. Dir auch. Schlagzeug. Können wir Schlagzeug spielen? Ich kann es kaum erwarten, die Mystery Band zu sehen. Hey.
Wie läuft's? Oh, gut. Die Gefahr, dass hier gleich alles in Flammen steht, ist gering bis mittel. Warum steht hier ein Geländefahrzeug? Ein random Quadbike geparkt vor einem Haufen Betrunkener. Was kann da schon schief gehen? Einfach klasse! Das ist die beste Zeit des Jahres! Diese Freude ist echt ansteckend. Besonders für mich. Mhm. Ich habe alles gehört. Und wollte mich bedanken. Du hast versucht, das Richtige zu tun. Und? Was jetzt? Ich mache Typhon fertig. Das gesamte Wespennest. Ich stelle mich nicht gegen dich. Aber die sind die einzigen, die gerade für Jobs in der Stadt sorgen. Und damit Riley bei mir bleibt, brauche ich das Geld. Ich kann dir keinen Vorwurf machen. Geld ist Geld. Aber sei wachsam, okay? Ich fühle mich jedes Mal geschmeichelt, wenn du dich so um mich sorgst. Du weißt, dass ich vergeben bin, oder? Ach, das ist der Mac, den ich kenne. Oh, Nachrichten bekommen? Okay, ich mache es offiziell. Willkommen zum Typhon Ankriegen-Chat. Klingt, das sollte ich auch nicht warten. Ich gehe lieber zurück. Ja. Was haben wir hier? Ein leeres Fass? Schon so viel getrunken? Haven geht bei dieser Party ja richtig ab, hä? Was sagen? Steph ist echt super. Vielleicht gebe ich ihr eine Rose. Aber nur vielleicht. Hätte ich kein Parfüm benutzen sollen? Trägt es zu dick auf? Vielleicht war es auch nicht genug. Oder vielleicht ist es das komplette Fehlen einer Unterhaltung. Beide nervös. Mist. Hätte ich ihn umarmen sollen? Denkt er, dass ich denke, das wäre kein Date? Oh, sie kriegen den Dreh eines Tages raus. Oder auch nicht. Genau, das muss man nüchtern betrachten. Das regelt sich irgendwann von alleine. So, so viel Action hier. Bin ja begeistert. Hey. Hey. Gerade rechtzeitig. Also, wer spielt? Sie steht vor dir. Dein Ernst? Das ist ja mega. Krass. Und wer noch? Wir haben noch nie zusammen gespielt und... jedenfalls... Sorry, wenn's kacke ist. Fuck it. Da bin ich mal gespannt. Die spielt ja ohne Klick. Aber okay, das brauchen wir ja auch nur bei elektronischen Geräten. Ach, jetzt hören wir ja wieder nichts, genau. Weil es ja das wunderschöne Urheberrecht, die Urheberrechtsversion ist, wo ja die Urheber-Songs rausgenommen werden und trotzdem kriege ich bei YouTube immer Urheberstreik, kein Strike, aber Urheberrechtsanspruch.
wenn ich das Game hochlade, aber ist ja egal. Ja, nur zur Erklärung, warum man gerade hier nichts hört. Eigentlich dürfte man überhaupt gar keine Urheberrechtsmeldung bekommen, wenn die Songs so gemutet sind. Und ich verstehe nicht, warum man dann nicht irgendwie einfach Alternative nimmt. Ein bisschen schade, weil das macht das Spiel ein bisschen kaputt. Das gewusst hätte, hätte ich es auch drin gelassen, ganz ehrlich. Aber die beiden scheinen ja eine gute Partie zu sein auf der Bühne. Sah ihm gar nicht so aus, als wenn sie Schlagzeug spielt, sondern immer nur so ein bisschen wippt. Ah, okay. Wir hören Ton, ja. Wir sind am Urheberrecht vorbei. Super. Oh, wir haben ihr doch die Wut genommen. Normalerweise dürfte sie doch gar nicht mehr wütend sein, oder? Sie hat ein schlechtes Gewissen. Hey, Charlotte. Wie tief er wohl ist. Den See meine ich. Weiß nicht. Willst du dich immer noch umbringen? Ich fühlte mich furchtbar heute Nachmittag. Ich wusste nicht, ob ich dieses Gefühl überlebe. Aber jetzt... Es ist wie wenn dein Bein einschläft. Obwohl es noch an dir dran ist, fühlt es sich so fremd an. Mein Leben lang hatte ich intensive Gefühle. Aber vielleicht ist es besser so. Charlotte, es tut mir so leid. Was tut dir leid? Ich wollte echt nicht, dass es so weit kommt. Ich auch nicht. War schön, dich zu sehen. Viel Spaß auf dem Fest. Okay, ihre Wut hat sie wirklich abgelegt, oder? Wir haben sie ihr genommen. Danke, dass... Du warst ja echt unglaublich, weißt du? Ach was. Klingt, als würde Steph mich auf dem Dach treffen wollen. Hey. Gehen wir mal rein, ne? Ah, jetzt, okay. Ich dachte eben, warum geht die denn nicht hoch? Was denn da los? Du meintest, du hast Neuigkeiten? Ich hau ab. Krass, ich verlasse echt Haven Springs. Ist das zu glauben? Ich bin wieder unterwegs. Fuck ja, endlich!
Moment, ist das dein Ernst? Ich werde wieder Musik machen, Alex. Egal, wo ich bin. Ach, krass, ich habe schon vergessen, wie sich das anfühlt. Alter Steph, das ist so cool. Ich freue mich so für dich. Meld dich hin und wieder mal. Denkst du wirklich, du wirst mich so schnell los? Komm schon, Chen. Ich brauche ein neues Ziel. Du bist mein Glücksbringer. Dein Geschmack für Glücksbringer ist mega beschissen. Halt's Maul. Du wählst. Wie? Wir sollen wählen? Berlin! Natürlich! Berlin. Fuck yes! Bowie hat Heroes in Berlin aufgenommen. Und die Platte ist echt der Hammer. Sogar auf Deutsch. Leben? Auf Deutsch gesungen von Bowie. In einem großen Loft mit Betonboden und freiliegenden Ziegelwänden. Ich chill dauernd auf dem Dach, schreibe meine Songtexte in mein Notizbuch und trinke einen Pfeffi direkt aus der Flasche. Irgendwann wird das hier zu einem Museum. Steph Gingrich nahm hier bla 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 auf und es ist der Hammer. Das klingt nach einem spektakulären Plan. Gut, dann komm mit mir. Nach Berlin? Klar, warum nicht? Muss nicht unser erster Halt sein, aber irgendwann? Ich habe noch Freunde in Seattle, die Konzerte buchen. Fangen wir da an, oder? Ich weiß nicht. Kansas City? Vegas? Wo immer wir wollen. Nee, wir müssen ja hier bleiben. Wir wollen ja die Firma ans Messer liefern. Hör mal. Ich will dir echt keinen Druck machen. Aber ich habe gesehen, wie du so viel von dir gibst, um anderen zu geben, was sie brauchen. Und manchmal frage ich mich, ob du überhaupt mal an dich denkst. Ich meine, ich mag dich wirklich sehr, Alex. Du bist mir echt krass wichtig. Ich küsse nur umarmen. Dann fällt die Trennung auch nicht so schwer. Du musst dich nicht entscheiden, also nicht jetzt sofort. Okay? Denk drüber nach. Das werde ich. Danke. Ich gehe jetzt wieder zurück. Dann bis später. Von der Idee her ja toll, aber wir haben hier noch eine Mission zu erfüllen. Und ich glaube, ihr Bruder ist ja dann erstmal wichtiger, ne? Was ich verstehen kann. Nein, komm. Nicht wegschmeißen. Hey, Gabe. Kann ich dir etwas sagen? Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum du gestorben bist. Wer verantwortlich ist. Ist das nicht verrückt? Ich habe keine Spur mehr, der ich folgen kann, was mir Angst macht. Denn nach all dem, nach Typhon, nach dir, ist dann nur ein normales Leben. Ich habe irgendwie darauf gezählt, dass du mir zeigst, wie das geht. Aber ich denke, ich finde es schon heraus. Ich wünschte nur, du wärst hier, um es zu sehen.
Müssen auch traurige Momente sein, ne? Also sie hat den USB-Stick immer noch in der Faust, also in der Hand. Mach keinen Mist, schmeiß den nicht weg. Na komm, wir gehen. Ja, und so schön der Abende kommen dann auch die traurigen Gedanken wieder durch. So, ich hoffe ja, dass wir Pike gleich treffen. Ah, da ist er. Alex. Hast du den USB-Stick? Hab ich. Es ist alles da drauf. Gabes Anruf, ihr geheimer Plan, die Vertuschung. Du musst mit mir aufs Revier kommen. Alex, mach's nicht kompliziert. Oh. Na, hab ich nicht vorhin gesagt, dass ich ihm noch nicht so ganz traue? Vielleicht ist er auch gekauft. So, hast du dir dein erstes Frühlingsfest nicht vorgestellt, hä? Nicht wirklich. Kaffee? Kaffee wäre super. Danke. Nehmen wir Kaffee. Kein Bier. Eigentlich haben wir gar keinen da. Tut mir leid. Ja. Warum fragst du denn? Pike, warum bin ich hier? Kurz gesagt, Diane klagt dich wegen des Diebstahls ihres USB-Sticks an. Wovon redest du, verdammt? Hast du den Stick gestohlen oder nicht? Hast du ihn dir wenigstens angesehen? Ich kann nicht. Tut mir leid. Was meinst du? Warum nicht? Naja, erstens bräuchte ich eine Vollmacht. Und zweitens, der Fall ist abgeschlossen. Der Befehl ist heute gekommen. Ich habe getan, was ich konnte, aber es gab keine Beweise. Was, sie sind auf dem Stick? Tut mir leid, Alex. Ich glaube, es hackt. Ich hab die Beweise. Direkt hier. Es macht keinen Unterschied. Hör mal. Was meinem Bruder passiert ist, war kein Unfall. Es war ein Verbrechen. Die Dateien auf dem Stick beweisen es. Das könnte stimmen. Nehmen wir mal an, dass es so ist. Das Problem ist, du hast Typhon bestohlen. Das hilft uns nicht gerade. Ich hab dir gerade einen eindeutigen Beweis geliefert. Ist doch egal, woher. Vielleicht nicht. Aber das tut es. Alex, dir ist wohl nicht klar, was das zu bedeuten hat. Doch, sogar sehr. Diane zeigt dich an, wegen Cyberkriminalität. Das ist kein Kavaliersdelikt, Alex. 5 bis 10 Jahre Gefängnis. Weißt du was? Scheiß auf Diane. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist ein Witz. Aber du hast nochmal Glück gehabt. Ich habe mit ihr geredet. Und obwohl sie wütend auf dich ist, ist sie bereit,
es auf sich beruhen zu lassen. Ja, es hilft meinem Bruder auch nicht mehr, um den Tod aufzuklären. Wenn du zustimmst, es gut sein zu lassen, erhebt Typhon keine Anklage. Warum macht sie sowas? Sie will nur, dass das Ganze vorbei ist. Und so sorgst du dafür. Einen Scheiß mache ich. Ich unterschreibe nichts. Alex. Nein! Typhon hat was in den Bergen begraben. Etwas so Großes, dass sie Gabes Anruf ignoriert haben und die Explosion auslösten, um es zu vertuschen. Willst du nicht wissen, was es ist? Was meinst du mit es vertuschen? Eine zweite Explosion, unangekündigt, die zur selben Zeit in der alten Förderstätte ausgelöst wurde. Und das alles passierte nur wenige Wochen, bevor die Inspektionen beginnen sollten. Komm schon, Pike. Es ist alles hier. Es macht keinen Unterschied. Oh Mann, Pike. Alex. Gib dir mal einen Ruck. Komm, unterschreib's einfach. Dann gehen wir beide zurück zur Party. Nein. Alex, das ist kein Angebot. Du hast keine Wahl. Ich sagte nein. Nein, ist keine Option. Hab doch gesagt, er ist gekauft oder steht unter Druck? Wovor hast du solche Angst? Schau's dir an. Scheiße. Was könnte in dem Umschlag sein? Typhon Mining Sicherheit Bedrohungseinstufung. Person Shen Alexandra. Feindliche Einstellung gegenüber Typhon. Bruder Gabriel Shen starb bei einem Unfall, der mit den Typhon-Sprengungen zu tun hatte. Einstufung. Informationen zeigen, dass die Person entschlossen und effizient ist. Negative Einstellung hält über die vorausgehende Trauerbewältigung hinaus. Verdächtige scheint ebenfalls im Besitz von vertraulichen Daten und Informationen zu sein. Priorität der Bedrohung 1. Sofortiges Einschreiten erforderlich. Privatdetektiv. Person Alexandra Shen. Art der Ermittlung. Bedrohungseinstufung. Okay, der hat ermittelt. Typhon Meinung Sicherheit. Feindliche Einstellung gegenüber Typhon. Broken Ryan. Stephanie, die steht auch. Also die haben die ganz schön unter Druck gesetzt. Ist das eine Drohung? Was hast du denn erwartet? Hä? Dass Typhon, eine globale Organisation mit Milliarden an Einnahmen, einer Armee aus Anwälten und wer weiß wie vielen Politikern in der Tasche einfach die Hände hochreißt und sagt, du hast gewonnen! Ich wollte doch nur Gerechtigkeit für Gabe. Ja, naja. Typhon hat seine eigene Idee von Gerechtigkeit. Scheiße. Voller Polizist. Super. Solche Leute brauchen wir. Glaub mir, ich will doch auch, dass diese Mistkerle dafür büßen. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass es nicht möglich ist. Sie sind zu groß, zu vernetzt, zu skrupellos. Hass mich, wenn du willst. Nenn mich einen Feigling. Aber ich will dich nicht auch noch verlieren müssen wie Gabe. Pike hat richtig Angst vor Typhon. Aber wenn ich ihm seine Angst nehmen kann. Aber es geht nicht nur um mich. Steph und Ryan sind auch in Gefahr. Fuck. Ich will Typhon komplett ruinieren. Aber soll ich dafür echt ihre Leben in Gefahr bringen und auch meins? Ja, das ist jetzt eine gute Frage, was wir machen. Wir riskieren's. Ich habe keine Lust, da irgendwie den Schwanz anzuziehen. Willst du dein Leben deswegen riskieren? Gabe, Mac, Alex, wer ist als nächstes dran? Scheiße, scheiße, scheiße. Zieh einfach den Kopf rein, Idiot. Du bist bloß ein Bauer. Typhon ist ein großes Tier. Typhon verliert nicht. Typhon lässt Leute verschwinden. Sollen die doch sterben, nicht ich.
Oh, er denkt aber auch übel. Ich weiß, du hast Angst. Ich auch. Ich weiß, du glaubst, Typhon ist zu groß, zu unbesiegbar. Es stimmt nicht. Ich mach sie fertig. Ich brauche nur deine Hilfe. Sei jetzt bitte mutig. Bitte. Fuck. Ich denk darüber nach. Danke. Komm jetzt, hau ab. Wirklich? Alex. Pass bitte auf. Da sind wir erstmal nochmal von weggekommen, aber wenn Angst das Handeln bestimmt, deswegen habe ich auch nicht unterschrieben. Sehe ich gar nicht ein, geht gar nicht. So, also. Ich will den Tod von meinem Bruder aufklären. Alex, komm vorbei, wenn du Zeit hast. Jet, Taverne Black Lantern. Es gibt immer eine Entkorkungsgebühr. Entkorkungsgebühr. Aha. Also ich bin ja oben jetzt schon, ne? Also war ich ja schon in der Kneipe. Diese Fotos. Wie lange beobachten sie uns schon? Und was passiert, wenn... Oh, jetzt hat sie auch noch Angst. Keine Panik, bleib ruhig. Sei mutig. Sei stark. Was ich als nächstes tun soll. Vielleicht hilft es, wenn ich mit Jet rede. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Freunde, muss ich aber diese Klamotten loswerden. An dieser Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Macht's gut, bis dahin.